Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Instock und damit herzlich willkommen zum Sonntag. Und Sonntag heißt Jump Force. Ja, es geht weiter mit der Story. Und ganz ehrlich, mir fiel zum allerersten Mal tatsächlich dieser Laden auf. Jetzt erst. Im siebten Part. Heieiei. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, was sich dahinter verbirgt. Schauen wir mal doch nach. Vielleicht kann man hier neue Kleidung kaufen oder so. Gegenstände, Fähigkeiten. Man kann hier Fähigkeiten und so kaufen? Warum ist der mir nicht früher aufgefallen? Was gibt's denn für Outfits? Oberkörper. Okay, hier gibt es verschiedene Outfits. Ja, Anime-like. Lol, hier ist eine Saiyajin-Uniform. Manchmal, man. La, Klopf oder was? Avatar! Warum habe ich das nicht schon früher bemerkt? Gibt's auch Hoodies? Oder sowas? Ja, die gibt's tatsächlich. Und zwar einen gelben. Den will ich. Ich kann es nicht sofort anlegen. Nein. Ich habe nur mich verklickt. Ich wollte auf Unterkörper. Hier gibt es verschiedene Hosen und so. Wird eigentlich mal Zeit, dass ich jetzt was anderes anziehe. Oh man, gibt es hier verschiedenen Kram. Vermutlich mit dem DLC ist es noch mehr dazu gekommen. Warum habe ich das nicht früher bemerkt? Wir kaufen uns diese Hose. Und es gibt Handschuhe. Verschiedene Design. Nicht so schön. Schuhe. Alles klar, da gibt es auch verschiedene Designs. Aus den verschiedensten Animes. Nehmen wir die mal. Zubehör, was ist denn Zubehör? Ach, Perücken und so. Von den verschiedensten Charakteren. Hier gibt's Gaunter! Ein Heiligenschein und die Maske. Die Clownsnase, alles klar. Es gibt Wolfi-Ohren! Es gibt Wolfi-Ohren! Und zwar in zwei Ausführungen. Das sieht aber auch cool aus. Oder das hier. Wow! Wie kann man sich denn umziehen? Ich glaube hier. Avatar anpassen. Leute, haben wir DLC-Kleidung. Das Bianca-Kleid. Die Kleidung, die Majin Buu-Kleidung. Hier ein Hemd. Wir ziehen mal den Hoodie an. Das Unterkörper. Hier gibt es eine Majin-Hose. Komm, mach mir auf so ein Johann-Kleidung. Handschuhe gibt's hier auch welche. Ich bleib lieber bei nix da. Boah, die Maske, die unterlegt der Leitseite nochmal so einen richtigen Flair. Das ziehen wir an. Zweituni-Zubehör können wir uns die Wolfsohren anziehen.
Gut, dann haben wir jetzt eine verbesserte Sci-Mystery. Vielleicht werde ich noch in den Parts verschiedene Outfits anziehen, da ich jetzt endlich mal den Laden bemerkt habe und... Wow, sieht die interessant aus. Ist ja etwas warm zum Kämpfen, aber... Ich mache einen auf Son Gohan. Damit kann man auch sich irgendwie durchschlagen. Naja, genug davon. Es ist Zeit, mit der Story anzufangen. Schon jetzt ist die Aufnahme etwas, naja, am Längen. Sorry, guys, aber dafür kann ich nichts. Das ist mein OBS. Hier gibt es einen Auftrag für mich. Aber von wem? Von Angela? Deko hat hier einen Sonderauftrag im Thema Mission. Was willst du denn, Angela? Die Sensi. Was? Och nö. Wetten-Sensi wurde erwischt. Mit unter anderem. Wenn hier Ventoms eingebrochen sind, dann sind bestimmt einige der guten Helden besät. Der Phänotyp ist auch da. Außer Hisoka ist zweiteilig wieder in Betrieb. Ich will es gerne verneinen, aber es könnte Hisoka sein. Die wollten was stehen. Vermutlich das andere Death Note. Von Angela. Die haben sich die Cubes geholt. Shit. Sanji. Hinterlistige Pläne. Achievement freigeschaltet. Kopie Chaos. Der Sanji ist eine Kopie! Der Sanji ist also eine Kopie die ganze Zeit gewesen. Oh, das war eine Kopie. Oder er ist besät. Auf jeden Fall hat Sanji irgendwas damit zu tun. Ich auch. Das nimmt Ruffy natürlich persönlich. Da fällt mir gerade auf, mein cooles Zusatzteil ist weg. Och du schade. Tja, ziehen wir im nächsten Part einfach an. Wir können anscheinend nur ein Ausrüstungsteil tragen. Daneben die Wolfi-Ohren. Notfalls im One-Piece-Bereich, selbstverständlich.
ぎるわけねえ。わかってる、落ち着け。ルフィ、話は聞いたぞ。サンジのやつが敵を手引きしたぞ。ベゲータ、der hat's gleich bemerkt, dass da was nicht stimmte. やめろ、ベジータ。ルフィも落ち着け。ルフィがサンジを信じて気持ちは痛いほどわかる。ルフィ、あのバカも。Ja eben, vielleicht wird es kontrolliert. Ihn befreien. Alles klar. Die große Suche. Wo ist Sanji? Cool wäre es, wenn wir jetzt in diesem Bereich kämpfen würden. Und ach du Schande, gibt es jetzt viele Ausrufezeichen. Und die erste ist vom Death Note-Typen, den ich immer noch nicht vertraue. Ja, Kimika. Was machst du? Ich habe den Chōkan gebeten, Angela zu suchen. Ich habe sie zusammen mit Sanji auch ihre Gesicht gelöscht. Vegeta hat sich auf dem Kampfplatz verletzt. Sie haben sich vor dem Kampf mit Sanji getroffen, und sie haben 僕が睨んでいたのはアンジェラの方だ。一連の騒動。Was? 彼女がこのベースに始まった。Die kam mir auch sehr verdächtig zum Anfang vor, als wir sie trafen. 君は引き続きサンジの行方を追ってくれ。Sie könnte auch einen Cube mitgehabt haben. Außerdem hatte sie so ein Buch. Es wird immer gefährlicher. Ist noch jemand, der sprechen tut? Das ist der Missionsschalter gewesen. Dass man die Kameraansicht auch nicht ändern kann. Och, ich bin schon wieder durch den falschen Eingang. Keine Lust, schon wieder eben nichts umzuhören. Ich bin schon wieder falsch. Dass man auch die dumme Kamera nicht drehen kann. Ein richtiger Minuspunkt in diesem Spiel. Den nächsten Hinweis finden wir vermutlich in Son Gokus Bereich. Oder was, der Naruto-Bereich? Ah ja, das war dann der Naruto-Bereich, ich dachte. Was haben die zu sagen? Naruto und Sasuke. Ja, das ist eine sehr schlaue Taktik vom Feind. Mal gucken, was der Dragon Ball Bereich zu sagen hat. Gar nichts. Nur die Mission.
Eine weitere Krise ist jetzt verfügbar. Dann los. Kurapika. So. Vom letzten Part. Das stimmt. Ah ja, ja, jetzt wird's schwer. Das ist Phantoms. Okay, wir kämpfen mit Kurapika, den Jojo-Typen und dem Perversling. Oh Mann. Aber mit Kurapika. Kurapika wollte ich eh mal kämpfen. Vergiss es. So, schön aber räumen. So. Hat sie gerade absorbiert oder was? Oh shit. Erring, 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 erring. Klappte nicht mehr. Ich war zu sehr im Fokus. Aua. Ey. Nimm das. Und das gleich mit. Shit. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Ja, ich konnte nicht mehr ausweichen. Das war's. Durch meinen Move. Und er haut. Sie haut mich mit dem Teufelsbein. K.O. Au. Niederlage. Kyopa Kurapika ist ja schon. Warum verspreche ich mich immer bei den Namen?
schon auf Höchstlevel. Oh, wie die der fällt. Ja, man verwechselt diesen Charakter leicht mit einem Mädchen. Das nenne ich mal Kombi. Oh, der macht einen Jojo-Move. Na, Waffenfähigkeit ist auch bald fertig. Eins. Wenn ich dein Gegner erwischt, habe ich ein bisschen meiner Waffenfähigkeit geopfert. Aber es ist besser, als die ganze Zeit verprügelt zu werden. Und die könnt ihr nicht sehen, weil meine Facecam darüber ist. Und das ist halt meine Wolfie-Cam. Ulti fertig. So, Schluss damit. Ulti. Sie ging nach hinten los. So, Schluss mit lustig. Ich habe gewechselt. Boah, hat der gesessen! Der Gegenangriff! Feuer! Feuer! Hoho! Die perversen Linken, die Frau K.O. gehauen. Gute Frage. Ja. Alles klar. Die Mission hätten wir. Was ist die nächste? Suche Sanji in Mexiko und in Paris. Dann würde ich sagen, reisen wir erstmal nach Mexiko.
Da bin ich. Wer ist mein Partner? Sanji und Oha. Nicht der. Oh ne. Black Bart. Dieser One Piece Charakter, der kompletten Heavy Charakter ist. Ich brauche Fernkämpfer. Und zwar dringend welche. Aber wen nehme ich als Partner? Ich würde sagen, da tun wir mal Hard Rock wieder rein. Wollte ich ja eigentlich nicht mehr nehmen. Aufgrund ihres extremen Schadens, aber ich brauche sie jetzt. Und Deku, der ist ein guter Fernkämpfer. Aber auch nah ist er gut im Vorteil. Ich wechsle gleich aus, denn ich sein Mystery hat nicht gute Chancen. Und wow, wir haben gleich dreimal hintereinander die Wampe erwischt. Pistekist. Oh, ich war zu weit entfernt. Oh, seine Ulti ist fast fertig. Seine Ulti ist fast fertig. Oh, ausgewichen. Zeit, dass ich komme. Meine Ulti ist doch fertig. Jetzt nicht mehr. In die Magengrube. Och nö. Ich hasse diesen Angriff. Oh ja, keine Ausweichmöglichkeit gehabt. Boah, ich hasse ihn, Char. Ahaha! Deku war eine gute Entscheidung, denn der kann die Schwachstelle angreifen. Exakt, das ist ja sein Bauch. Oh, nö. Er haut die Finsterfrucht raus. Ich bin mitten im Faktor und kann nicht mehr ausweichen. RIP. Keine Chance gegen seine verdammte Finsterfrucht. Aber ich brauche Deku für den Kampf. Das ist jetzt klar. Ich brauche Deku. Der mit seinem Slash ist sehr gut. Naja, der ist ja auch der Charakter, der im letzten Moment reingehauen wurde. Wahrscheinlich ins Game. Für die DLCs. Schön in die Wampe. Komm nur. Denn wenn ich den Angriff mache, bist du voll in die Schwachstelle. Versuchen zu treffen. Yes! Jetzt
genau in mich eingerannt. Das war's. Also, wir merken uns Deku für Blackbeard. Das ist der beste Charakter gegen Blackbeard. Und er haut ab. Ja, mir geht es gut. Das heißt, wir haben schon die Hauptmission gefunden. Die andere müssen wir gar nicht machen, oder wie? Alles klar. Oder wir müssen die eine Mission doch noch machen. Ja. Suche nach Sanji in Paris, Zeit die Mission hinzukriegen. Wer wartet mich hier? Schon wieder, aber diesmal mit diesem Baumstumpfkrieger. Heieiei. Der Baumstumpfkrieger, auch ein gefährlicher Nahkämpfer. Deku ist auf jeden Fall eine Option, die man am besten immer nimmt bei solch starken Gegnern. Dazu nehme ich... Killua. Du bist meine Unterstützung. Tokogo. So hieß er also. Vergiss es. Komm schon näher. Feuer! Und Treffer. Auch noch der Schwachpunkt. Erringen, 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 erringen. Oh, er ist genau reingeflogen statt seitlich. So ein Pech. Na, irgendwann werden wir ja eh Ulti gesehen hätten. Toller Satz, ich weiß. Aber meine Erwachenfähigkeit ist fertig. So, und das war's. Ultimativer Finish. Was für eine Sicht. War das grad. Alles klar.
Das hätten wir. Okay, das war eine Kopie. Dieser Typ war eine Kopie. Sah man aber auch in den roten Augen. Dann gehe ich jetzt mal zum Chef. Wir haben die beiden auf jeden Fall plattgehauen. Es könnte natürlich auch jemand im Senji-Kostüm sein, muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall, der Chef will uns sprechen. Dann kommen wir hier zu ihm. Oh, Freeza. Yes, ich hab Spaß. Freeza zu verprügeln macht Spaß. Na dann, verprügeln wir mal wieder Freeza. Wieder mal in New York. Piccolo und Goku sind bereits im Kampf. Och nö, was holt er sich? Ja! Zwei Klon-Freezers! Nee, es sind vier! Jetzt insgesamt ein Original und drei Klon-Freezers. Ah, der verrät uns was. Natürlich sieht er seine Vorteile daraus. Das war klar. Wir kriegen es also gleich mit drei Klon-Freezers zu tun. Das nenne ich mal einen interessanten Freezer-Fight. Statt Cooler holt er sich Kopien. Freeza verpugeln. Ich glaube sogar Freeza ist, wenn man es so nimmt, der Schwächste von allen dreien. Von allen Schurken hier. Es gibt nämlich eine Menge starke Schurken in diesem Spiel. Und ich glaube, Freeza ist der Schwächste von allen. Und ich habe gleich mal seinen Schwachpunkt erwischt. Vermutlich seinen Kopf. Ist ja auch nicht zu übersehen. Als ob der mich plötzlich hat. Au! Das kam plötzlich. So, Goku regelt das nun. Eiks! Diese Freezer sind stärker als das Original. Kaioken! Nein, die Discs verfolgen einen! Das habe ich ganz vergessen! Wie konnte der mich? Oh, die verfolgenden Discs! Da kam auch noch die zweite.
Wie lange halten die Teile? Nur eine gewisse Weile. Aber während dieser Zeit verfolgen sie einen grenzenlos. Echt miese Attacken, muss ich dazu sagen. Oh, es geht schon los. Hiya! Hiyoken! Schöner Treffer, schöner Treffer. Und nochmal. Das war ich so auf, bis du platt bist, im Freezer. Aber man braucht zwei Energiebalken für diesen Angriff, möchte ich darauf hinweisen. Also ist er nicht OP. Oh, sein Schwanz ist schon ab. Vergiss es. Oh ne, er macht einen Zerstörungsball. Au. Wo ist er? Ich baue eine neue Kajoken. Da ist die Erwartungsfähigkeit schon fertig. Ja, ist sie! Damit werde ich zum Super Saiyan. Treffer. Damit sind meine Angriffe um einige stärker. Ich habe die Teile vergessen. Diese Platte ist mies. Diese Platte ist mies. Yes! Diese Platte war ultra mies. Hätte sie mich erwischt, wäre ich tot gewesen. Heieiei. Geschafft, seine Armee ist weg. Jetzt will er. Jetzt heißt es gegen das Original. Postmahlzeit. Seine Kopien sind weg. So, gleich mal die Birne erwischt. Oh, ich hab falsch gedrückt, ich hab falsch gedrückt. Oh, hier geht's rauf und runter. Ha, ich war schneller.
und er hat auf die 100% gesetzt. Keine Chance. Von der Wings aus der Mitte rausspringen. So, dafür gibt's die Genki Dama. Die Kaioken gleich darf zu, wenn du überlebst. Er überlebt nicht. Ultimativer Finish. Mit der Genki Dama. Die haben mich komplett exploded. Da ist nichts mehr übrig. Oh nein. Der haut schon wieder ab. Ja, der hat nämlich einige interessante News uns gegeben. Alles klar. Ich vertraue dir immer noch nicht ganz. Denn ein Typ, der Namen in ein Todesbuch schreibt. Heieiei. Hä? Ja, Sanji ist beseelt. Angela ist tatsächlich erwischt. Sie hat Sanji eingelegt. Ich wette darauf, dass es die Tinkerbell auf Crack. Ich hab's einfach gewusst die ganze Zeit. Ja, es ist die Tinkerbell on Crack. Es war so klar, wie sie uns reingelegt hat. Sonst wüsste sie es nicht. Aber ich bin noch drin, glaube ich. Jetzt ist es gut, dass ich bei ihm bin. Hä? Was hat er gemacht? Er hat sie auf jeden Fall weggeschickt.
Aber wie? Das ist der Trainingsraum. Er hat sie in den Trainingsraum geschickt. Hehe. Wir drei sind übrig geblieben. Natürlich kann sie kämpfen. War klar. Schluss mit lustig. Angela, jetzt kriegst du drauf. Oh, sie kämpft in der Realform. Das ist das erste Mal. Und wir kämpfen im Trainingsraum. Und es geht hier schnell ab. Oh, da kommt sie. Was hat sie drauf? Ich will es lieber nicht ausfinden, sondern sie schnell verprügeln. Endlich kann ich mal die Fenster auch crack kauern. Und gleich mal den Schwachpunkt erwischt. Zu dem sage ich mal lieber nichts. Wow! Ist das ein Schnellkampf? Hier ist wohl Tempo. Auf Doom! Die Schwachstelle sind ihre Flügel. Ich muss meinen Ring einsetzen. Damit ist mein Ulti weg. Aber mich freut es endlich, weil diese Tinkerbellon Crack verprügeln darf. Und ihre Rüstung ist, glaube ich, schon gebrochen. Vergiss es. Deine Angriffe sind zu voraussehbar. Geht das hier ab? Wow, die kann Eis! Ist die Winterelfe oder was? Schluss genug gespielt! Zeig, dass du fällst! Tja. Shenji ist endlich frei. Oh nein, sie will was vorspielen. Sie will was vorspielen. Das war auch ein Klon? Was? Oh, oh, der wird's nicht verstehen. Oh doch, er versteht's. Er ist wieder normal. Ja, das hat lang gedauert. Oh, Sanji
ースキャンプの方の兵アンジェラの所持していたオリックスブックらしき黒い本が爆発を起こし研究施設がやられた。Oh shit。 それ以外の爆発はみんなが食い止めた。サンジ気にすんな、俺が一緒に謝ってやるからよ。すまねえ。どうした。ああライト、誰には彼らの行方を追う。彼ならきっとやる。Okay. なあ、サンジ、久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきり精のつくディナー作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎ども、お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったー。Nee, der hat jetzt einiges zu erklären, aber naja.Sie sind aufgeflogen. Ich wusste es! Man kann ihnen nicht vertrauen!話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだ。いや、話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージを与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげレプリカの大量生産を可能だ。そうだ。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だが、ヤガミライト、なぜお前がガレなのか。簡単なことさ。彼女はヴェノムズにとって必要な戦力。ヴェノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。Ich wusste es, man kann ihn nicht vertrauen! 面白い。誰？こいつに礼を言うことだ。ヤガミライト。お前、ヴェノムズへ迎え入れる。感謝する。Ich wusste, man konnte ihm nicht vertrauen. Schon die ganze Zeit, seit dem ersten Auftritt. Kopiechaos freigeschaltet. Es war so klar. Angela, ja, Garena が持ち込んだオニキスブックらしく黒い本によって研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ黒ひげに続きジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを引いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。Und ich hatte einfach schon wieder recht. Ich hab schon bei der ersten Begegnung gedacht, dem Typen kann man nicht vertrauen. Und genau das traf zu. Ja, aber ich würde sagen, hier an dieser Stelle beende ich den Part. Denn wir haben eine Stunde komplett. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt sozial. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Sonntag. Bye.